Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hearthstone. Ja, wir haben wieder ein neues Kartenchaos und jetzt lass uns mal reinschauen, was das ist, hä? Wird bestimmt was voll Geiles sein. Jede Woche gibt's ja, das hoffe ich doch. Und wenn ihr in einem Zug mehr als drei Leben unterlegen seid, kommt euch ein zufälliger Diener zur Hilfe. Das finde ich gut. Das Katz-und-Maus-Spiel. Die Frage ist, wen nehmen wir jetzt? Wie sieht unsere Quest aus? Wartet. Sieg, Druiden oder Jäger? Ich weiß nicht. Die mache ich weg. Die ist ja schlecht, Alter. Druide oder Jäger? Wollen wir nicht. Jäger oder Magier? Viel besser. Dann spielen wir doch aber Magier. Ja, Magier. Ich glaube, Magier ist eine ganz gute Sache. Mehr als drei Leben unterlegen? Das kriegen wir hin. Dass der Gegner eine Kreatur dann bekommt, die sich gewaschen hat. Wollen wir die spielen? Ich mag die irgendwie nicht. Aber die ist gut. Ja, die hier natürlich. Entstehendes Portal. Die ist auch cool. So. Die natürlich. Allen Schaden machen hier. Kanzin ist cool. Die ist cool, die wir haben. Die auch. Eigentlich ist beides so cool. Oh man, hier ist so vieles cool. So, okay, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Auch oh, Feuerball. Wir sind schon aggressiv hier, oder? Zack. Ja, die Frage ist jetzt, Blizzard. Oh, ja, komm, ein Blizzard. Ein Dings. 10 Schaden? Okay, warte. So viele Kreaturen können wir jetzt nicht mehr spielen, weil ich so viele Zauber schon habe, oder? Vielleicht hätte ich nicht so viele aussuchen sollen. Gute Frage. Was spielen wir denn hier? Flammenkanone, Mana-Würm, Frostblitz, das ist total. Wir haben gefallener Held. Also wir haben schon ein paar Kreaturen. Zweier, Dreier, Vierer. Also was wir auf jeden Fall spielen, ist Dr. Boom. Natürlich. Und was wir noch spielen können, ich glaube auch ein Rattenhaus wäre nicht so schlecht für uns. Und vielleicht noch eine Alexstrasza, weil wir können ja viel Schaden machen. Wäre auch nicht so schlecht. Okay, und jetzt schauen wir mal, was hilft uns noch weiter. Natürlich der Piloted Shredder. Den müssen wir auch spielen. Dann für 5 vielleicht den Drachen hier. Der ist auch gut. Schon allein dafür müssen wir das instabile Portal jetzt rausholen. Würde ich es behaupten. Wir haben 1er, wir haben 2er. Ja, wir haben 3er, nicht so viele. Deswegen werden wir ein paar Zauberkarten vielleicht raushauen. Und die hier noch spielen. So. Das sieht schon sehr random aus, unser Deck. Das muss ich schon mal zugeben. Wir haben 1er, wir haben 2er. Ja, wir haben auch nicht viele 2er im Deck. Welche 2er können wir? Doch, wir haben schon einige 2er, oder? Wir haben Mana-Würm, dann kommen wir von Held. Der cool ist. Zauberlehrling. Ja. Ich glaube, ich werde auch die erkannte Intelligenz raushauen. Einfach mal so. Weil wir schon sehr viele Zauber haben. Mann, boah, eigentlich sieht es aus, als ob ich noch ein paar 1er oder 3er Drops bräuchte. Oder? Was sagt ihr dazu, Leute? So ein 3er Drop wäre gut, oder? Wir bleiben bei 3er Drops und schon mal, was wir hier so alles bekommen können. Nicht so gute Dinge. Upsi. So. Hier sind schon mal coole Dinger dabei, wie er. Der ist aber so mega gut, finde ich. Oder, ach, hier sind so viele gute Karten dabei. Weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Ja, wirklich. Wir brauchen Kreaturen vielleicht ein paar, die... Was nehmen wir denn? Oh, ich bin am überlegen. Den zu nehmen, aber...
Zweimal angreifen ist schon geil. Oh, und wir haben sogar einen Mana noch übrig. Dann können wir vielleicht noch einen Einser spielen. Ja. Oder hier. Na gut, ich würde sagen, Einser vielleicht nicht unbedingt, sondern Sechser haben wir auch nicht. So Sechser im Game ist immer gut. Habe ich mal gehört. Dann suchen wir mal den da noch aus. So. Dann ist unser Tavern Brawl Deck. Mal sehen, was daraus wird. Jaina gegen Gul'dan. Oh ja. Eure Seele wird mir gehören. Okay, sieht nicht so gut aus. Ja, ihr habt es gewollt. Ich glaube, wir haben sehr viele kleine Kreaturen im Deck. Also ein paar mehr auf jeden Fall. Als das. Okay, boah. Auf jeden Fall schon mal besser als gerade eben die Hand. Davon können wir mal ausgehen. Vielleicht spielen wir den jetzt einfach erste Runde. Weil wir dann Zug 2 schon 2 Schaden machen können. Mit unserer Heldenfähigkeit. Wenn er ihn nicht vernichtet, was jetzt sein Ziel sein wird, würde ich mal stark von ausgehen. Und dann haben wir kein Follow-up. Oh, das ist mächtig jetzt. Mächtig viel Schaden. Allerdings liegt er jetzt auch zurück. Was mir aber egal ist. So, jetzt kommt. Genau, der Random. Die Random-Kreatur. Die ist hier. Aber er liegt schon. Der kriegt jetzt jede Runde, oder? Boah. Hätten wir das wirklich machen sollen? Das ist jetzt schon heftig. Schon leicht heftig, oder? Er macht natürlich jetzt keinen Schaden. Er möchte weiterhin random Kreaturen kriegen. Das verstehe ich. Sehr gut. Sogar. Sogar sehr, sehr gut. Wollen wir den? Oder doch lieber den? Gute Frage, gute Frage. Oder einfach da angreifen. Und noch mehr Schaden machen? Weil ich möchte lieber den jetzt angreifen. Und dann den da spielen. Wir sehen, jetzt bekommt er wieder was. Oh, schon wieder. Und 3-3er bekommen, okay. Im Moment kriegt er nur so kleine. Ist das wirklich zufällig? Das werdet ihr bereuen. Oh, dem Schaden machen wird geil. Doppelt. Ach, er kriegt sie in seinem Zug. Finde ich ja schade jetzt für ihn. Ja. So. Ja, wir gehen einfach weiter face. Da hat er seinen ersten Legendary. Aber auch wieder Ränge. Sind sie alle nur im Dreierbereich? Das kann sein, oder? Die waren alle im Dreierbereich, die er da bekommen hat. So viele Zuschauer. Aha. Okay, er hat sich darauf spezialisiert, sich klein zu halten, glaube ich. Gut, kann man machen. Kann man machen. Mal sehen, wo wir 4 Schaden reinhauen. Da, okay. Ich würde sagen, wir ziehen eine Karte. Ui, ulala, sagt man da. Mehr Schmerz. Wen greifen wir? Ach, egal, niemanden greifen wir jetzt an hier. So, wir machen auch mal Schaden. Irgendwann hat er sein Feld voll mit so kleinen Dreier-Kreaturen. Das macht natürlich Sinn, dass er nur Dreier kriegt, weil 3 Leben und dann 3 Mana-Kreaturen. Was mir jetzt fehlt, sind so direkten Schaden auf. Ja, der geht auch nur Face, okay. Ist natürlich nicht dumm, nur Face zu gehen, während ich nichts habe. Ich könnte den spielen, das sind 6, 11, 14, 18 Schaden. Jo. Okay, ich glaube, wir haben verloren. Wenn wir nichts ziehen. Aber wir haben noch Möglichkeiten. Na, jetzt das aber nicht. Da zum Beispiel einfach reinrennen. Okay, wir haben verloren. Wir haben einfach verloren. Geil. Okay, weil wir auch keinen Schutz haben. Ich glaube, wir waren einfach zu aggressiv. Es ist gar nicht so gut, gerade aggressiv zu sein, wenn der Gegner dafür immer Kreaturen kriegt. Ja, hätte ich wissen müssen.
Und der Warlock ist sehr gut dann. Wow. Handlock? What? Jaina gegen Gul'dan. Okay, ja, der Gul'dan scheint wirklich Meta zu sein. Wenn man für umsonst Kreaturen kriegt. So, aber wir werden dagegen ankämpfen. Ja, zum Beispiel mit einem Mana-Würm. Wir werden einfach nicht so oft Face gehen. Dann wird das schon hier. Zack. So, komm her. Wenn er sie jetzt wirklich die ganze Zeit drei Kreaturen will, soll er sie bekommen, oder? Das habe ich gehofft, mein Lieber. Das habe ich gehofft, ja. Machen wir ihm jetzt zwei Schaden. Ja, komm hier. Also drei Schaden natürlich der Kreatur. Und ihm zwei Schaden. So, wenn er jetzt seine Fähigkeiten nutzt, kriegt er in der nächsten Runde auf jeden Fall eine Kreatur. Hat er aber schon mal keine Lust zu. Finde ich gut. Wir werden ihm jetzt auf jeden Fall keinen Schaden machen. Das Blöde ist, ja, wir können aber die Karte dafür setzen. So. Weil er noch jetzt zwei Leben hat und nicht 30, so. Das ist soweit angenehm. Dass er keine Kreatur umsonst kriegt. Wieso hat er den gewählt, wenn er trotzdem andauernd angreift? Er macht ja gar nichts im Moment. Das ist komisch. Was wir aber machen können, ist nächste Runde einfach aussetzen, einen Schaden draufsetzen. Oh ja. Zum Beispiel, jetzt möchte er eine Fähigkeit nutzen. Na gut. Dann hat er jetzt gleich zwei Kreaturen. Das ist okay. Und dann macht er uns Schaden. Okay, das ist wohl die beste Kreatur, die er gerade gezogen haben konnte. Wir werden trotzdem noch einen Schaden drauf schießen. Greift er an oder greift er nicht an? Das ist jetzt die Frage. Na gut, jetzt ist er sowieso. Jetzt werden wir ein bisschen zurückliegen. Aber ich komme damit klar. So, sollen wir den ausspielen? Das stirbt aber sinnlos. Nee, wir kriegen jetzt auch so langsam Kreaturen, glaube ich, wenn er uns angreift. Und wir können uns hochheilen, letztendlich. Ja, Mann, was hast du jetzt vor? Oh, den werden wir wegschieben. Das ist nämlich relativ brutal. Da-da. Oh. Okay, wir kriegen auf jeden Fall eine Kreatur jetzt. Mal sehen, welche mächtige. Ja. Man kann schon sagen, dass die mächtig ist. Jetzt ist die Frage, wen greifen wir an? Der kann doch nicht angreifen. Ah, natürlich nicht. So, nächste Runde sind wir im 7. Bereich. Dann könnten wir Dr. Boom ziehen. Das wäre gut. Dr. Boom, immer her damit. Na, Mister. Ich glaube, du kriegst so langsam keine Kreatur mehr herbei. Im Gegensatz zu uns. Jo, bitte nicht. Oh, genau drei. Okay. Könnte sein, dass wir jetzt ein kleines Problem haben. Oh, natürlich hat er den. Und wir haben nur den 2-2er gezogen, den er jetzt angreift. Sieht nicht gut aus. Er hat gerade zu viel Damage. 7-7. Oh, Junge. Übertreib's nicht. 7 Schaden haut uns rein. Okay. Was uns helfen könnte, wäre ein Blizzard. Den wir einmal im Deck spielen. Ja, die hilft uns gerade nicht wirklich. Nee. 3, 4, 5, 6, 11, 13. Okay, ich würde sagen, wir müssen was an unserem Deck feilen, irgendwie. Wir müssen was tun, ja. Das sind 11 im Moment nur. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das überlebe, ist gleich 2-0, aber na gut. Wir kriegen ja noch eine Kreatur gleich. Toll, oder? 3, 4, 5, 6, 11. Er muss nur plus 1 Schaden mehr machen. Schon war's das. Oh Mann. Oh, ich glaube, er hat den Schaden. Mehr.
Oh, oder sogar 4 Schaden mehr. Ich glaube einfach, Magier ist keine gute Entscheidung hier. Ja, vor allem nicht so ohne Schutz, habe ich das Gefühl. Oder wir brauchen auch Heilung im Deck. Verlässt sich Strategie anfangs? Hä? Hat er nicht damit schon angegriffen? Nee, hat er nicht so. Doch, er hat angegriffen. What the fuck? Hat er da gemacht, ja. Das war sogar ein gewaltiger Fehler. Jetzt hat er den einfach... Hat er damit schon... Oh. Natürlich hat er die Karte. Da hat er uns gleich ein bisschen verarscht, dieser Mike. Du bist ein lustiger Typ. Okay, wir sollten unser Deck vielleicht anpassen. Bearbeiten. Auf, ja, wir bearbeiten, danke. Und zwar möchte ich das so behalten. Und diese kleinen Karten machen wir weg. Wir gehen darauf zu, dass wir mit großen Kreaturen spielen. Ja. Und anfangs Schaden kassieren. Und uns diesen Schaden aber dann immer mal wieder heilen. Was haltet ihr davon? Das klingt doch ganz cool, oder? Dazu spielen wir diese drei. Wir haben doch ein paar Karten, die das machen können. Ja, den brauchen wir auch nicht mehr hier. Weg mit dir, Mister. Wo ist hier der Dreier zum Beispiel, der uns heilt hier? So, damit haben wir ein paar Karten, die uns heilen. Würde ich sagen, wir haben den Pilot Shredder schon im Deck, genau. So, wir könnten jetzt noch andere Karten spielen, die viel Zeugs machen. Die Frage ist, was macht hier viel Zeugs? Komm, so ein bisschen Sport sollten wir auch noch spielen, glaube ich. Dinge, die uns helfen. Oh, sie wäre eigentlich auch ganz gut. Oder 2 Leben herstellen. Ja, der wäre in dem Fall nicht so schlecht, wenn wir nichts ausspielen. Hier der, um Schaden zu machen. Also um Kreaturen wegzumoschen. Einfach mal so. Ah ja, wir könnten natürlich noch Dings spielen hier. Wäre vielleicht besser als 2 Bombenwerfer. So einer und ein Lore-Tap. So. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, hä? Wie jetzt abkrocken, Mann. Jaina gegen Gul'dan. Natürlich, wir werden uns gegen das Hexenmeister-Meta wehren. Aber sowas von. Ja, ja. Der kommt vielleicht zu früh, den wollen wir noch nicht. Der Rest ist okay. Wir wollen jetzt teure Hände haben. Und wir haben teure Hände. Das ist auch gut mit Effigy, so ein bisschen teure Hand. Mal sehen, was der Irakli machen wird. Wenn wir ihm immer eins reindonnern. Natürlich werden wir jetzt nicht ihn angreifen mit der Feldenfähigkeit, sondern uns. Wir werden uns angleichen an seinem Leben. Und eventuell uns einfach so Schaden schon machen mit der Münze. Nee, machen wir nicht. Ich denke, wir nutzen die Münze für später. Ist eine gute Idee, wenn er jetzt die Heldenfähigkeit nutzt, uns einen Schaden reinzudonnern. Damit wir uns angeglichen haben. Oder uns jetzt einfach einen Schaden reindonnern. Weil wir nichts ausspielen können. Damit er uns angreift und wir 3 Leben weniger haben als er. Vielen Dank. Gern geschehen. Würde ich sagen. Weiß ich aber hier weiß, was passiert, aber 3 Schaden. Und jetzt kommt gleich, hoffe ich, unsere Fähigkeit. Ne, schauen wir nicht. Jetzt haben wir einen 3-5er, das ist okay. So, hier, wir haben 3 Leben. Wir haben 3 Schaden. Auf jeden Fall weniger als er. Wenn er jetzt die Heldenfähigkeit nicht nutzt, kriegen wir eine Kreatur für umsonst. Und wenn er uns dann noch Schaden macht, kriegen wir sogar noch. Kriegen wir auf jeden Fall eine Kreatur. Eine zweite Chance. What the fuck? Ach so. Der versucht einen Schaden mehr. Geil. Jetzt hat er 3 Schaden durch die Heldenfähigkeit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das möglich ist. Damit kommt er natürlich jetzt auf unser Niveau sofort. Jetzt würde ich damit auch reingehen. Oh.
Da hat er Mortal Coil gezogen, der Gute. Ja, das ist egal. Greift er an? Greift er nicht an? Das ist hier die Frage. Er greift an, okay. Ja, Mister, da hast du ja einiges getan. Wir spielen weiter in unsere Kreaturen und... So. Ja, er nervt jetzt ein bisschen, aber ist okay. Wenn er sie jetzt nochmal ist, er bei 24, ja, kriegt er keine Kreaturen für umsonst. So. Na, er will sich keine drei Schaden machen, habe ich das Gefühl. Lass er jetzt den Zweier reinhauen, weil er den viel geiler findet. Er kriegt auf jeden Fall viele Handkarten, wie immer. Sehr nervig sowas. Oh, heilt sich, wirklich? Das ist gut. Das freut mich jetzt irgendwie. Weil wir jetzt auf jeden Fall eine Weile Kreaturen für umsonst kriegen. Oh, da ist er ja. Oh, und in Runde Dings können wir wieder was machen. So, dann hole ich weiter hier sein Dings aufpowern. Okay, kann ich gerade nicht viel machen. Habe nämlich keinen einzigen günstigen Zauber gezogen. Und die habe ich mir nicht entfernt. Das wollte ich mal gesagt haben. Nun, Mister, was machst du jetzt gegen den? Ihn vielleicht stillsetzen? Stillen? Dann könnte er mich direkt nochmal angreifen. Nee, er opfert ihn. Okay. Sehr gut. Und selbst mit seiner Heldenfähigkeit sind wir noch gut dabei. Für weitere Kreaturen für umsonst. 6 Handkarten haben wir. Er 7. Ja. Oh, da haben wir plus 1 durch diese Karte gemacht. Weil er uns einfach Schaden gemacht hat. Hättest du das mal lieber nicht gemacht, Mister? Warum ruft? Ich weiß nicht, wieso er mich ruft. Gut, dafür ihn bekommen. Das war natürlich jetzt schlecht. Sogar sehr schlecht. Wir ziehen die Karte. Das habe ich gehört, das ist eine sehr gute Sache. Und. Der ist im Zweierbereich, das heißt, man kriegt nicht nur Dreier. Das ist gut zu wissen. Ja, noch sind wir 3 Leben unter ihm. Und wir haben noch 4 Karten, die uns heilen alleine. Also Mister. Er macht. Okay, er greift den an. Und den. Ja, dann können wir ihn mit der Endfähigkeit zerstören. Wenn er ihn nicht mal irgendwie anders aus dem Weg räumt. Wir hätten natürlich auch Dr. Boom spielen können, jetzt so fachmännisch. Aber will ich irgendwie nicht. Irgendwie will ich den zerstören. Haben wir gerade keine Kreatur bekommen? Obwohl wir 3 Leben unter ihm sind. Hä? Ich verstehe das nicht. Man muss doch 3 Leben weniger haben, oder? Und ich bin. Hab 3 Leben weniger als er. Aber irgendwie hat mir das gerade nicht geholfen. Dass ich 3 Leben weniger habe als er. Um eine Kreatur für umsonst zu bekommen. Finde ich traurig. Hey Mann, was ist hier los? Funktioniert das nicht, wie es funktionieren soll? Obwohl wir genau 3 Leben Unterschied hatten? Na gut, das Endgame gehört auf jeden Fall uns. Das können wir schon mal behaupten. Den will ich jetzt zum Finishen nehmen. Ich möchte nächste Runde, ich glaube, den spielen plus den. Ich glaube, im 5er Bereich haben wir schon gute Karten, die uns helfen werden. Und dann 7er Bereich, bloß Heldenfähigkeit zum Beispiel. Oder gehen auf 9. Und dann noch Ragnaros. Oder wir benutzen die eher zum Heilen. Ja, ja, mach ruhig. Wir könnten jetzt natürlich auch 5 Schaden machen. Einfach so. Aber ich finde gerade die Karte sehr gut. Verhindert natürlich, dass wir hier Zeugs machen, die wir sonst hätten machen können. Aber egal. Wir haben 8 Handkarten. Er auch. Toll, oder? Aber er hat irgendwie weniger Deckkarten. Können wir ihn etwa Deckout machen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt uns heilen wir natürlich nachteilig. Aber später ist das schon nützlich. Wir können ihm natürlich jetzt auch ordentlich Schaden reinhauen. Mit ihm 4 plus 5 plus 8 nochmal. Zum Beispiel. Okay, den vernichten wir definitiv, wenn wir irgendwas dafür ziehen würden. Ziehen wir aber nicht. Na gut.
Was ist dann der Plan, Dorf? Wir rennen da rein. Machen den. Können dann den ausspielen. Boom! Ja, das war's, Mister. Nun gut, schauen wir mal, was er jetzt macht. Sein nächster Zug von Irakli. Wir, der uns immer wenig liebt. Wir, die immer wenig lieben haben. Was hast du vor gegen uns? Der, die es hier alles sehr gut erkannt hat. Ich frage mich auch. Ja, frage mich auch, ob du verstehst, was die, was, in welcher Situation du dich gerade befindest. Vielleicht war Alexstrasse nicht so gut, ich weiß nicht. Haben wir irgendwelche Zauber nicht im Deck? Okay. Ah, natürlich. Die Bomben haben gerade gut reingehauen, würde ich sagen. Wir können jetzt das hier zum Beispiel machen. Dann eingreifen. Nochmal 6 Schaden reinhauen. Dann ist er eigentlich so gut wie tot. Die Verdammten stehen bei. Ja, jetzt kriegt er natürlich Kreaturen für umsonst, aber er hat 2 Leben nur noch. Wir können da schon einiges gegen tun. Nächste Runde können wir hier. Diese wird sehr wertvoll, diese Karte. So, wir können zwar mit tot schießen. Wir können noch mehr Karten ziehen. Wir haben mindestens noch 3 Karten, so die direkten Schaden auf ihn machen. Im Deck. Von 14, ja, kann schon noch dauern, bis wir die ziehen. Na, müsste, der ist direkt auf 4. Jede Kreatur, die ausspielt, die weniger als 5 Leben hat, ist tot. Und er muss den loswerden, sonst ist er tot. Na, Irakli, hast du ein kleines Problemchen etwa? Oder gefällt dir das, dass da 7-6er steht? Ja, die Zeit ist fast um, Mister. Hast du nicht vor, irgendwas zu tun? Oh, wird langsam knapp. Oh, er tötet sich. Ah, danke. Wir haben unseren ersten Sieg bekommen, Leute. Und zwar mit dem Marketing. Ja. Ich habe ja nicht aufgegeben, nicht das Meta zu spielen, wie die anderen. Und wir hatten recht. Wir haben es geschafft. Wir haben nach 2 Niederlagen unser Deck so gebaut, dass wir gewonnen haben. Und jetzt lacken wir eine Legendary. Kommt herbei. Und seid Zeuge meiner Großartigkeit. Dieser Legendary. Die nur selten ist. Das Leben Ordiner kann in diesem Zug nicht unter 1 fallen. Das ist okay. Weiß nicht, ob ich sie schon mal hatte, aber wahrscheinlich. Puh, aber wir wissen, es ist gut, dass wir hier. Ja, das ist quasi alles, was wir hatten. Hatten wir schon mal. So. Ist gut, weil wir hier Karten Staub bekommen. Und wir brauchen noch 400, um bestimmte Karten zu bekommen. Kraften, die teuer sind. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, ein Däumchen würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir Wascher Arena spielen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und Tschüssi.